Ja, aber ich sprach ihn ja schon mal an, unseren Lieblingsminister, unseren tollsten Menschen der Welt, unseren wahren Messias, Don Nostradamus von Münchhausen. Und mit dieser Einleitung kommen wir zu This Week's in Lauderbruck. Und andere Fisch-vegetarische Gerichte. Ja, bitte spammt mir den Lachsfisch rein. Den Lachsfisch in den Chat. Ich will mehr Lachsfische sehen. Lachsfisch. Ich mache selber ein bisschen mit für euch, damit ihr. Ah, verdammt. Damit ihr hier ein bisschen angeleitet werdet. Der Lachsfisch muss kommen. Ja, Karl von Münchhausen, Don Lauderbruck hat mal wieder Geilstes von sich gegeben. Ja. Wir beginnen mit Lauterbach warnt. Und wovor warnt er? Ja, nicht vor Corona dieses Mal, aber es ist ja immer das Gleiche. Er warnt vor X und anstatt zu sagen, hey Leute, das wird warm, trinkt viel Wasser und haltet euch im Schatten auf, wie jeder andere normale Mensch. Nein, oh, er warnt vor fürchtet viele Todesopfer. Lauterbach fürchtet viele Todesopfer. Oh yes. Karl, bitte warn uns vor mehr. Daddy, bitte komm in die Talkshows und laber wieder Scheiße. Ja, die Hitze kommt zurück nach Deutschland. Ab Mittwoch soll es wieder richtig heiß werden. In einzelnen Regionen gibt es eine Warnung vor Dürre. Und natürlich warnt Lauterbach vor dem Hitzetod. Man sieht auf Twitter, wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega-Hitzewelle zu schützen. Vielleicht mit einer Impfung mit flüssigem Stickstoff oder sowas. Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, nicht zu verwechseln mit Ventilatoren. Über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhrreden erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen. Man wird müde, oder? Man wird müde. Ich saß falsch. Verdammt, Leute. Man wird müde. Ah, nee, warte. Man wird müde bei unserem Karlchen, weil. Also, jetzt mal im Ernst. Muss das sein? Karl, muss es wirklich sein, dass wir schon wieder mit beschissener Panikmache reagieren? Karl, du bist doch eigentlich theoretisch Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler, der gerne Lachsfisch isst. Sehr gerne sogar. Und schade, ich habe leider keinen Knopf. Ich habe gerade gesucht, aber leider habe ich keinen. Aber du bist auch eine. That's a huge obwohl, das sagt man anders. That's a huge bitch. Karl Lauterbach. Oh, der Heidfilm ist immer noch am Laufen. Was ist denn hier los? Ja, mütend ist man. Mütend. Die Sonnenstichimpfung. Nächste Woche soll es echt warm werden. Ja, natürlich. Dumme Werbung. Der geile Lachsfisch. Ach ja, wie gesagt, er fürchtet viele Todesopfer. Selbstverständlich. Ja, man kann es ja auch nicht anders erwarten, anstatt dass man normal darüber redet. Aber Lauterbach hat ja noch einiges anderes von sich gegeben. Nämlich, Lauterbach widerspricht dem RKI. Lauterbach widerspricht dem RKI worüber? Naja, es geht um Erkenntnisse. Ja? Das RKI macht ja nicht vieles. Ja? Datensammeln hat man ja im Corona-Evaluierungsbericht verkaspelt. Hat man im Corona-Evaluierungsbericht gesehen, machen sie nicht so gerne. Ihren Job machen sie auch nicht so gerne. Sie sind auch gerne offenbar nur in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht genau, was die da machen. Däumchen drehen, sich gegenseitig am rumspielen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie einiges herausgefunden, nämlich haben sie offenbar letzte Woche gelernt zu lesen beim RKI. Und sie haben herausgefunden, dass die Omikron-Variante zwar ansteckender ist, aber für weniger schwere Verläufe sorgt, tendenziell, und auch für weniger Tote. Ja, da kann ich euch gleich mal eine kleine Statistik zu zeigen. Das ist nämlich die hier, die ich so oft schon gerne zeige. Da sieht man in Grau die Infektionsrate, in Schwarz die Todesfallrate, in Blau die positiven Rate, die spielt wenig eine Rolle, aber Grau und Schwarz sind relevant. Die mit dem Mega-Spike, den ihr seht, ganz am Ende, die vierte Welle, das ist Omikron. Oh, man sieht, Infektionszahlen sind wesentlich höher und Todesfallraten wesentlich geringer. Wesentlich. Wesentlich, wesentlich. Die Hälfte, maximal die Hälfte von der zweiten Welle. Und Lauterbach sagt, nee, stimmt nicht. Was? Warum? Wie kommt er drauf? Er widerspricht. Er sagt einfach, anstatt, wie man im wissenschaftlichen Sinne sagt, so, hey, ich habe andere Daten hier. Das RKI sagt dann, hey, wir haben gar keine Daten, weil wir unseren Job nicht machen.
Aber ja, Lauterbach sagt einfach, die bisherigen Daten zeigen, dass Omikron BA5-Variante nicht nur ansteckend ist, sondern auch mehr Viren in die Zellen bringt. Das spricht auch für einen schweren Verlauf. Ja, nur, dass sie nicht eintreten. Karlchen, wir haben Zahlen dazu. Wenn auch nicht so gute in Deutschland, weil wir inkompetent zu sein scheinen, aber Karlchen, wir haben Zahlen. Er sagt, nee, nee. Sehe ich aber nicht ein. Ich bin Karl Lauterbach, bitte ladet mich in Talkshows ein. Und das RKI traut sich zu widersprechen. Interessant. Aber hey, es geht weiter. In der Welt steht, das ist jetzt nur so halb verbunden mit Lauterbach, aber die Omikron-Variante Centaurus gibt Virologen Anlass zur Sorge. Oh je. Mal wieder Anlass zur Sorge. Wir befürchten viele Todesfälle. Ha, 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 ja. Es ist eine neue Variante in Indien entdeckt worden. Ich weiß, ich bin auch super glücklich. Endlich wieder eine neue Variante. Lauterbach ist bestimmt Debbys Nachbar. Schön wär's. Kommen jetzt also Fabeltiernamen. Ist ja kein Fabeltier, sind ja mythologische Tiere, griechische. Ja, wir haben ja jetzt den Centaurus. Das ist das, der kommt vom Pferd, der Virus. Das Virus, der Virus. Ich weiß es nie genau. Naja, für viele seien Schlussfolgerungen noch zu früh, ja, sagen die Wissenschaftler. Oh, wer hätte das gedacht? Man braucht mehr Zahlen. Und sagt aber, man hat höhere Übertragungsraten. Ja, ich zeige euch mal eine Grafik. Die ist ganz schwer zu erhalten. Oh, Mensch, schon wieder die Grafik. Guckt euch mal an, was für Infektionsraten wir bei Omikron haben. Oh, die sind gewaltig und die Todesfallraten sind gering. In diese Richtung entwickeln sich Viren oft tendenziell. Mehr Übertragung, mehr Reproduktion, ja, mehr Überlebensrate des Virus. Verschwörungstheorie. Ich weiß, Leute, das ist alles nur Satire, selbstverständlich, was ich hier sage, wa? Centaurus ist bestimmt super tödlich. Ja, genau, nur die Leute sterben halt noch nicht. Die sterben dann in 8 Jahren bei Long-Covid, wenn sie vom Auto überfahren werden. Ja, das ist dann die lockt dann sofort. Knosper. Ja, Cooler Typ. Ah, nee, warte. auf jeden Fall höhere Übertragungsrate. Wie schon beim letzten Mal kann man ja natürlich, jetzt müssen wir trotzdem weiter lockdown, wa? Und 8 Booster und lasst euch bloß nicht vom Auto überfahren, sonst seid ihr ein Corona-Toter. Und ja, jetzt haben wir noch einen weiteren, weil jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Karlchen. Ich hatte es ja schon angesprochen. Er spricht von Long-Covid. Sehr gerne spricht er von Long-Covid. Er sagt, die Gefahr von Long-Covid wird mega unterschätzt. Wir haben nicht im Ansatz die Therapieplätze dafür. Machen wir noch nicht. Gleich. Doch, machen wir jetzt. Karl, warum haben wir die Therapieplätze denn nicht? Ich habe ein Video dazu gemacht. 20 Budgetkürzungen, 20.000 Stellenverlust in der Pflege. Impfpflicht für Pfleger. Altenpflege genauso. Alles. Impfpflicht 5 bis 10%. Beleidigung dieserjenigen, die ihren Beitrag geleistet haben. Verekelung aus dem Job, Verlust von Pflegern. Das geht mit auf deine Kappe, mein Freund. Du könntest es beheben, du tust es nicht. Oh, wir haben keine Plätze. Ja, warum wohl nicht? Ha? Naja. Menschen sollten sich nicht leichtfertig einer Infektion aussetzen, die ihr Leben verändern kann. Menschen sollten sich auch nicht leichtfertig einer medizinischen Behandlung aussetzen, die ihr Leben verändern kann. Siehst du, wie sich das Ganze auch umdrehen lässt, mein lieber Karl? Naja. Impfungen senken das Risiko bei Infektionen deutlich. Cooler Typ. Ah, nee, warte. Okay. Ich komm wieder, ich war kurz davor zu gehen. Schmenderle, herzlich willkommen hier. Schön, dass du auf der Liste bist. Sag doch mal Hallo im Chat. Ja. Karl von Münchhausen warnt mal wieder vor Gefahr durch Long-Covid. Und wisst ihr was, was lustig ist, was gerade rausgekommen ist? Tada! Fast alle Long-Covid-Patienten bereits vorher krank. Ich hätte gerne meine Einspieler, die ich für meine YouTube-Videos verwende, habe ich leider nicht. Ja, es stellt sich heraus. Die ganze Long-Covid-Geschichte ist ziemlich in Assoziation. Hauptsächlich, hier steht in dem Artikel drin, 96% der Long-Covid-Fälle waren im Jahr zuvor bereits in ärztlicher Behandlung. Die Daten zeigen, Long-Covid-Patienten weisen häufiger als die Allgemeinbevölkerung Vorerkrankungen wie Atemwegserkrankungen. Wer hätte das gedacht? Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Übergewicht und psychische Erkrankungen auf. Besonders die psychischen Erkrankungen, das steht weiter unten, besonders die psychischen Erkrankungen. Erkrankungen sind besonders assoziiert mit Long-Covid. Komisch.
Wer hätte das gedacht? Ja, die Bild sind alles Schwurbler. Ich verurteile das übrigens aufs Schärfste, ja. Die Bild hier mit ihren Verschwörungstheorien. Wer ist gerade dazu gekommen? Ach, der Dings ist hängen geblieben, wa? Warte kurz, das beheben wir schnell. Ist das die Alertbox hier, wa? So, jetzt müssen wir die mal aktualisieren. Entschuldigung, Leute. Das hängt da so in der Mitte fest. Bild. You go to Gulag. Ja, aber wer hätte es gedacht, ja? Wie gesagt, hier, 2021 wurden rund 880.000 Patienten mit Long-Covid-Symptomen registriert, die übrigens allgemeiner nicht sein könnten. Ne? Rund 1% der Fälle fand ich schwer und war mit langwierigen Symptomen verbunden. Ich bin übrigens auch, per Definition bin ich übrigens auch ein Long-Covid-Patient. Nur, dass man halt, weißt du, als junger Mensch kämpfst du dich halt da ein bisschen raus. Du bist matt und abgeschlagen danach und sowas. Ich hatte das besonders, also ich hatte Delta, das war eklig, Omikron war nicht schlimm. Ich hatte die erste Variante hatte ich. Und ich hatte die erste Variante Delta und Omikron. Die erste war eigentlich easy, hatte ich nichts danach. Delta hat mich ein bisschen mitgenommen. Da war ich tatsächlich wochenlang, wirklich Wochen. Und ich hatte ein Jahr lang, ich habe immer noch, mein Geschmackssinn ist immer noch verändert. Das ist fast ein Jahr her. Ich hatte letzten Juli, hatte ich Delta. Und es ist immer noch verändert. Der einzige Unterschied ist, ich quengel nicht rum wie eine kleine Bitch, Entschuldigung, aber bei sowas, ja, und das sind diese 880.000 Patienten, die mit Long-Covid registriert wurden. Es ist sehr unterschiedlich, es hängt sehr davon ab, aber hey, wer hätte gedacht, die meisten davon sind vorerkrankt. Schön, Karl, dass du mal wieder weniger lesen kannst als ich. Und da wird man wieder richtig glücklich, wa? Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, das war's für diese Woche mit This Week's in Lauterbrook. Fisch, Lachs, Renat, Tiere und 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 Fisch, Lachs, Renat, Ti